Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Naturkosmetik gehen und nachdem ich in meiner Naturkosmetik Tops und Flops Serie vor allen Dingen über die großen Player in der Drogerie gesprochen habe, wie Alverde, Altara, La Vera, I+M und Santé, soll es heute mal um kleinere Marken gehen, denen ich auch so ein bisschen eine Bühne geben will. Was ist eine kleine Marke? Es ist natürlich schwer zu definieren. Es gibt die Marken in verschiedenen Online-Shops, es gibt sie bei Douglas, es gibt sie bei Ecoverde, sie haben eigene Homepages und sie haben natürlich alle auch immer so einen bisschen anderen Background. Ja, ich finde es trotz allem immer cool, dem noch so ein bisschen eine Bühne zu geben. Dieses Video ist nicht gesponsert, nur dass ihr das vorher schon mal wisst. Ich habe Sachen davon zugeschickt bekommen, ich habe sie aber auch selber gekauft, aber ich wollte einfach mal 5 Marken so eine kleine Bühne geben und darüber sprechen, was meine persönlichen Favoriten sind, was ich bisher getestet habe und euch da meine Empfehlungen aussprechen. Das meiste habe ich nicht hier, werde ich aber gleich hier einblenden, rutsche schon mal zur Seite und euch einfach so sagen, wo es sich lohnt, was vielleicht auch unterstützenswert ist. Ich möchte am Anfang sagen, natürlich haben die nicht die Preise von Alverde und Altera, das können die natürlich nicht machen, weil die Stückzahl, in der produziert wird, natürlich deutlich geringer ist und es natürlich auch immer die Frage ist, was möchte ich so ein bisschen verkaufen, ne? Also möchte ich so ein gewisses Luxusgefühl mitgeben? Gibt es vielleicht einen Social Impact, der da mit dabei ist? Dann ist es natürlich einfach so, dass das Produkt teurer wird. Und das muss man natürlich jeder für sich selber wissen, ob er das ausgeben will. Kleiner Disclaimer am Anfang. Wir fangen jetzt mal an. Die erste Marke ist Levity Parlor und die habe ich ehrlich gesagt über den Vegan Beauty Basket kennengelernt. Da war nämlich relativ früh, als wir den im Abo hatten, mal ein festes Shampoo drin. Ich blende euch das mal hier ein. Meine Mutter benutzt nämlich dieses feste Shampoo bis heute super, super gern. Und Levity Parlor ist, finde ich, super sympathisch als Firma. Die kommen aus Iserlohn, soweit ich weiß, also irgendwo aus NRW. Und sind, wenn ich das richtig weiß, auch ein One-Woman-Betrieb, was ich natürlich auch sehr gern supporte, ne? Weil als Frau sollte man vor allen Dingen auch andere Frauen supporten. Und die haben sich auf feste Produkte spezialisiert. Ich habe 5 Favoriten, die ich euch heute zeigen will. Einmal das feste Shampoo, habt ihr schon gesehen. Ich habe mir nie selber eins gekauft, aber meine Mom bestellt sich eigentlich da immer ihre festen Shampoos und ich benutze sie halt immer, wenn ich daheim bin. Ich finde die super, super gut. Meine Mutter benutzt gerade das mit Hibiskus, wenn mich nicht alles täuscht, super gerne, weil meine Mama hat sehr feine Haare und sie sagt, damit fallen die Haare nicht so schnell zusammen. Finde ich eigentlich ganz cool. Mein absoluter Favorit und nicht zu toppen sind die festen Spülungen. Diese festen Spülungen, ich habe nichts Besseres auf dem festen Spülungsmarkt gefunden bisher. Ich habe jetzt hier exemplarisch mal die Mango-Butter-Variante dabei. Ich habe schon Blutorange ausprobiert. Gerade habe ich Avocado-Bitter unter der Dusche und das ist jetzt Mango-Butter, die ich euch hier zeige. Das sind so kleine, ja, Halbkugeln. Man könnte meinen, die sind super klein, aber Leute, die sind so ergiebig. Also ich verbringe mit so einer festen Spülung locker 4 Monate, würde ich mal sagen. Der Duft ist schön. Und die sind eine ganz, ganz angenehme Konsistenz. Also die fühlt sich so ein bisschen wachsig an, finde ich. Man merkt aber genau, wenn man genügend Produkt sozusagen in den Haaren hat. Das hat mich oft bei anderen Spülungen sehr gestört. Und sie machen die Haare auch gut kämmbar. Nur zur Referenz, meine Haare gehen nur bis hier. Wenn ihr welche habt, die bis zum Po gehen, kann es natürlich mit festen Spülungen nochmal ganz anders sein. Ja, aber feste Spülung, absolute, upsie, Top-Empfehlung. Wenn ich die dann auch aufgebraucht hätte, werde ich auch da definitiv wieder nachbestellen. Ja. Was ich auch sehr, sehr gut fand, war die feste Dusche. Hier seht ihr die Variante Little Melon. Die haben auch da total schöne Designs. Das ist wirklich so ein großer Block, wo die runtergeschnitten werden. Und ich persönlich finde es super hübsch. Es gibt auch andere Varianten. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut als Geschenk vorstellen, muss ich sagen. Also ich würde sowas gern verschenken oder geschenkt bekommen auch. Also sicher auch eine gute Möglichkeit. Und was auch so in die Kategorie Geschenk fällt, was meine Mutter und meine Schwester gern verwenden und was ich auch super süß finde, sind die Konfetti-Seifen. Das sind Seifenreste im Prinzip, die zusammen gepresst werden und finde ich super schön anzuschauen sind. Im Prinzip eine Resteverwertung, aber was natürlich auch als Seifenprodukt völlig problemlos funktioniert. Genau, also das finde ich auch ein total süßes Geschenk oder wenn man das einfach mal irgendwo dazu tun will. Das letzte, was ich noch getestet habe und mit was ich sehr zufrieden war, ist die Rasierseife. Ich hatte die Variante Deep Waters. Erstmal ganz, ganz toller, so ein frischer, aquatischer Duft, gefällt mir mega gut. Und hat auch wirklich sehr, sehr schön geschäumt und war dann auch sehr gut zum Rasieren. Ich muss ehrlich sagen, für mich hat jetzt auch die Körperseife genug geschäumt, dass ich die zum Rasieren nehmen kann. Aber wenn ihr gerne ein eigenes Rasierprodukt habt, dann kann ich das auf jeden Fall total weiterempfehlen. Was ich gesehen habe, was die online momentan haben, sind so kleine, ich hoffe, das gibt es immer noch, wenn das Video online kommt, weil ich glaube, ich drehe das ziemlich weit im Voraus. Es sind so kleine Tüten mit so Seifenminis, dass ihr ein bisschen was ausprobieren könnt, wenn ihr möchtet. Also
wirklich volle Empfehlung dahin. Sie hatten auch mal, das habe ich jetzt aber nimmer gefunden, ein festes Deo und so. Weiß nicht, ob das wieder rausgegangen ist. Aber also auf jeden Fall volle Empfehlung hin zu diesen festen Haarpflegeprodukten, also Spülung, Shampoo, die festen Duschen, total zu empfehlen. Dann machen wir weiter mit Rosenrot. Rosenrot habe ich schon ein komplettes Video gewidmet. Das ist eine Marke, die sich auch eher auf feste Produkte spezialisiert hat und aus dem hohen Norden kommt. Auch hier habe ich relativ viel ausgetestet. Es gab viel, was ich nicht so toll, nicht so herausragend fand. Aber es gibt einige Produkte, die ich richtig gut fand und die ich euch auch empfehlen möchte. Allen voran möchte ich euch erstmal diese Box empfehlen. Bei Rosenrot sind die festen Produkte alle in so einer Bitform, beziehungsweise es sind halt so, wie nennt man das jetzt, ja, so flache Zylinder, so Scheiben, ja, und die verkaufen diese Bitboxen zum Aufbewahren und auch zum damit Reißen. Folgender Vorteil, die haben zwei Deckel, also man hat einmal sozusagen die Dose innen, dann hat man den geschlossenen Deckel und bei mir jetzt hier unten drauf ist ein Deckel mit Ablauf. Das bedeutet, wenn ihr Probleme habt, dass eure festen Produkte zu feucht sind, ja, oder gerade wenn ihr damit rumreißt oder so und es sozusagen über Nacht trocknen lassen wollt, ist sowas optimal, weil darin trocknet es nicht. Also das finde ich erstmal eine super coole Sache. Ich hatte das damals von meiner Mama bekommen. Meine Mama hat nämlich Rosenrot auf Instagram entdeckt. Ich hatte die schon immer mal gesehen, aber sie hatte uns eben so ein Probeset mal geschenkt und dann hatte ich da auch nochmal Sachen nachgekauft. Aber diese Bitbox, das finde ich echt praktisch. Also einfach nur so, falls ihr eh auf feste Produkte steht, kann ich euch das weiterempfehlen. Das ist übrigens kein Dreck, sondern blauer Fleck, falls euch interessiert. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Dann, was auf jeden Fall zu empfehlen sind die festen Duschen. Die sind jetzt nicht so geruchsintensiv, finde ich die, aber gerade wenn ihr jetzt so nach so milden Varianten auf der Suche seid, ich hatte mal Mandelblüte, ich hatte mal gute Laune oder so, wirklich schöne Düfte, schöne feste Duschprodukte, gerade auch für Einsteiger, kann ich voll weiterempfehlen. Und dann habe ich noch sehr gerne verwendet die Deo-Creme. Ich hatte die Variante Meeresfrische, die haben mittlerweile ein anderes Design, aber ich fand diese Deo-Creme sehr gut. Ich fand die eher so balmartig, die hat nicht geweißelt, sondern die hat sich eher so durchsichtig verteilen lassen, sozusagen unter der Achsel. Sehr schöner Duft, haben sie auch verschiedene Düfte, so dieses Meeresfrische ist, glaube ich, echt unisex. Also das kann man auch, also ist jetzt nicht irgendwie spezifisch für Frauen ausgerichtet oder so. Also die fand ich wirklich sehr schön und auch absolutes Luxusprodukt, was ich mir super vorstellen kann zu verschenken, ist die Mousse de Karité. Auch davon gibt es verschiedene Duftvarianten und das ist ein ganz hochwertiges, luxuriöses Körperpflegeprodukt. Also das ist wirklich eine Mousse und wenn ihr die auf die Haut auftragt, dann schmilzt die so und hinterlässt so einen öligen Film. Also was halt ganz, ganz stark pflegend ist und ich hatte da auch die Variante Gute Laune. Und das war so ein Luxusprodukt, wirklich, ich habe das geliebt. Das ist nicht ganz günstig, aber vielleicht gerade als Geschenk oder wenn ihr euch selber mal was gönnen wollt, kann ich das voll empfehlen. Ja, mit den Face Bits, also den reinen Gesichtsreinigungen, war ich nicht unbedingt so mega zufrieden. Ich kann aber sehr empfehlen das Cleansing Bit. Das Cleansing Bit ist ein im Prinzip eine Tonerde-Maske am Stück, ja. Also das ist in Form gepresste Tonerde, ihr feuchtet euer Gesicht ab oder den Bit an und verteilt es dann in kreisenden Bewegungen auf dem Gesicht. Lass es so 5 bis 10 Minuten einwirken und es ist sozusagen eine Tonerde-Maske. Ich habe mittlerweile einfach keine Zeit mehr für Masken, muss ich irgendwie sagen, oder ich nehme mir die Zeit nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das aber sehr, sehr gerne gemacht, weil man das einfach mal so kurz auch zwischendrin unter der Dusche machen konnte. Hatte dann diese Tonerde-Schicht auf dem Gesicht, hat es abgewaschen. Das ist nicht so, was so hintrocknet wie manche Tonerde-Masken, aber es spart halt wahnsinnig viel Müll. Also wenn ihr viel Masken verwendet und euch immer so, ja, ich weiß nicht, so Schäben, Doppelsachets gekauft habt, hier kriegt ihr die Tonerde-Maske am Stück. Das finde ich richtig gut. Und das ist auch das Produkt, das ich mir echt auch gut vorstellen könnte, nachzukaufen. Also ja, davon war ich wirklich auch sehr begeistert. Die nächsten beiden Marken kommen aus Franken und wir fangen an mit Hopery. Hopery ist eine Marke, die sich vor allen Dingen auch dem Schutz der Orang-Utans verschrieben hat. Es ist nämlich so, dass alle Produkte ohne Palmöl sind. Dazu muss man wissen, für die Palmölgewinnung wird ganz viel Regenwald gerodet und der Lebensraum von Orang-Utan so zusammengeschrumpft. Also ich habe schon mal erzählt, ich habe dazu mal eine Doku geguckt und das war nach dem Nachtdienst. Also da bin ich immer psychisch so ein bisschen durcheinander. Ich habe dann erstmal ein bisschen geweint, weil mir die Orang-Utan so leid getan haben. Aber ich finde es richtig cool. Pro Produkt ist es auch so, dass was gespendet wird. Sie spenden automatisch 20 Cent an redapes.org und sie spenden insgesamt 10% ihres Gewinns. Das ist keine sehr große Marke, muss ich wirklich sagen. Und sie ist aufgeteilt
jedes Produkt gibt es sozusagen in drei verschiedenen Geruchsnuancen. Einmal dieses Mintfarben, heißt Bamboo Milk. Dann gibt es so ein Lavendel, das ist Lavender and Orange. Und es gibt noch so einen Koralleton, das ist Lime and Grapefruit. Erstmal hier habe ich die Badeschokolade. Bei der muss ich zugeben, ich habe sie selber noch nicht so ausgiebig getestet. Ich habe erst zweimal damit gebadet, aber also es sieht so aus. Also es ist wirklich wie so eine weiße Schokoladentafel. Und man kann, also soll pro Vollbad ein oder zwei von diesen Stückchen hier abbrechen und ins Badewasser geben. Das ist hauptsächlich Kakaobutter und Arganöl und dann ist noch ein bisschen Duft mit drin. Und das ist jetzt natürlich für jemanden wie mich, der unbedingt Schaum will, ist es natürlich kein Schaumbad, ne? Aber das ist ein super, super pflegendes Bad. Also man hat dann erst sozusagen nur so einen Öldrop im Prinzip in der Badewanne. Ich habe den dann ein bisschen verteilt. Aber danach war meine Haut, als ich aus der Wanne kam, so, so gepflegt. Ich finde, manchmal mit Badesalzen habe ich das ganz oft, dass ich dann eher so den so, oh, okay, jetzt muss ich mich wirklich eincremen. Das hatte ich damit nicht. Und ich muss natürlich auch sagen, das ist ein super schönes Geschenk. Also finde ich absolut weiterempfehlenswert. Was ich von denen auch sehr gut fand, war die feste Körperbutter. Das war mit einer der besten festen Körperbuttern, die ich je hatte. Da hatte ich die Sorte Lime Grapefruit. Ihr kriegt da so einen kleinen Quader. Und damit könnt ihr entweder unter der Dusche noch sozusagen über eure nasse Haut gehen oder nach dem Duschen über die trockene Haut. Und es lässt sich wirklich super gut verteilen, pflegt super schön, guter Duft. Also dafür würde ich definitiv nachbestellen. Ich fand auch, also ich hatte jetzt Produkte in allen drei Geruchsrichtungen, ich fand die alles sehr angenehm. Das riecht eher so ein bisschen cremig, das Bamboo Milk. Dieses Lavender Orange ist halt eher sowas, ja, riecht halt lavendelig, ne? Stört mich jetzt aber auch nicht. Und Lime Grapefruit ist natürlich eher so ein bisschen frisch. Ich hatte die jetzt in Lime Grapefruit, würde sie mir aber definitiv auch in anderen Nuancen nachkaufen. Also die fand ich auch richtig, richtig gut. Also das fand ich fast das beste Produkt von Hopery. Und was ich auch noch weiterempfehlen wollte, einfach weil es ein absolutes Basic ist, die machen eine sehr, sehr schöne Handseife. Da hatte ich auch die Nuance Bamboo Milk und die macht einen ganz, ganz tollen, feinen Schaum. Also wenn ihr irgendwie so Seifenfanatiker seid und sagt so, ja, mir ist das total wichtig, wie meine Seife irgendwie schäumt oder so, oder halt gerade auch geschenkt. Ich habe persönlich Hopery auch geschenkt bekommen, bin so drauf gekommen. Und zwar einmal die Badeschokolade, dann die Seife dazu und dann habe ich selber nachbestellt und muss wirklich sagen, das sind jetzt so die Produkte von der Marke. Ich habe noch ein bisschen mehr getestet, die ich so sofort weiterempfehlen würde. Genau. Dann machen wir weiter mit Horst Wolf aus Nürnberg. Was ich nochmal ganz kurz sagen will, so die Naturkosmetik-Zertifizierung, ich nenne die jetzt einfach kleine Naturkosmetik-Marken, ja, ohne dass die alle ein Zertifikat haben. Das liegt daran, dass Naturkosmetik-Zertifizierungen wahnsinnig teuer sind. Ja. Also Rosenrot hat teilweise Cosmos Organic, wenn mich nicht täuscht. Die Marke, zu der wir gleich noch kommen, hat was. Aber Levity Parler, Hopery oder so, das ist, glaube ich, für die einfach tatsächlich zu teuer. Ja. Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt total grenzwertig und so, aber ich persönlich glaube da jetzt einfach dran und sage, das ist eine Naturkosmetik-Marke. Ne? Ja. Horst Wolf habe ich von einer Freundin ursprünglich mal bekommen. Echt cool. Und bis heute, das war das Produkt, das ich damals bekommen habe und ist bis heute mein absoluter Favorit, sind deren Deo-Cremes. Ich mag die super, super gerne. Ich habe jetzt hier eine Variante, die gab es letztes Jahr zu Weihnachten, die habe ich immer noch nicht verwendet. Vermutlich dieses Jahr Weihnachten wird es dann. Und die zeichnen sich aus, also sie haben hauptsächlich Deo-Cremes, sie haben Körperpflegeprodukte und sie haben auch ganz tolle Körperseifen. Und sie haben eigentlich immer wieder so limitierte Editionen. Frühjahr, Sommer, Herbst, es gibt was zu Weihnachten. Das war Weihnachten 21, wie gesagt. Tonka Bean Vanilla war diese Deo-Creme. Und ich liebe diesen Tonka ohne Duft. Riecht richtig toll, da freue ich mich total drauf, das dieses Jahr zu verwenden. Also wie gesagt, Deo-Cremes, absolute Empfehlung. Ich mochte auch die Körperseifen super gern, da habe ich auch noch eine da. Ich habe die Candice Green Variante, ich finde die auch super gut. Auch da gibt es super schöne Designs, tolle Farben, tolle verschiedene Düfte. Falls ihr mal in Nürnberg seid, kann ich euch auch super empfehlen, in diesem Shop da vorbeizugucken. Der ist nämlich auch total nett und da kann man eben dann auch nochmal an allem riechen, wenn man sich unsicher ist. Also wirklich auch die Körperseifen richtig gut. Meine Eltern sind da auch ganz, ganz große Fans von. Und was ich auch mal hatte, da hatte ich leider auch nur diese Tonka Bean Variante von letztem Jahr, aber das ist, denke ich, einfach dieselbe Grundsubstanz. Die Balms, also die haben so verschiedene Hand- und Körperbalme und ich habe die auch für die Hand- und Fußpflege eingesetzt und die waren so, so pflegend. Also wenn ihr was richtig Pflegendes braucht, die gibt es, wie gesagt, auch immer wieder in diesen limitierten sozusagen Jahreszeitenkollektionen, verschiedene Nuancen, dann schaut da unbedingt mal vorbei, weil das war eine ganz, ganz tolle Handpflege. Also wenn es da wieder was gibt, was mir zusagt, würde ich auch das auf jeden Fall nachkaufen.
Und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu Micara. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass ich von Micara hin und wieder Produkte zugesendet bekomme. Und auch die meisten, die ich habe, wurden mir zugesendet. Dieses Video ist überhaupt nicht abgesprochen. Ich wollte einfach nochmal über die Produkte reden und euch sozusagen die 5 Produkte nochmal extrem ans Herz legen, die mir mit am besten gefallen. Davon habe ich einiges auch da. Das erste, was ich euch jetzt zeige, das war mit einer der ersten Sachen, die ich von denen getestet habe. Und die habe ich jetzt auch selbst nachgekauft. Und zwar machen die ein sehr gutes Haaröl. Was dazu zu sagen ist, ist, Micara ist auch so ein bisschen, ich finde, die sind so ein bisschen eine Luxus-Naturkosmetik-Marke, so würde ich das schon fast beschreiben. Und die sind sehr so auf diese Achtsamkeit, ja, Body-Positivity in die Richtung gehen die. Also da steht immer überall drauf, give yourself a moment, dann ist auf jedem Produkt eine Affirmation drauf. Also es ist schon so für den persönlichen heimischen Spa-Moment gedacht. Dieses Haaröl ist genial gut. Jedes Haaröl, das ich danach verwendet habe, hat mich abgefuckt. Um das jetzt mal so zu sagen, oh Gott, was wird's jetzt gesagt? Und deswegen habe ich mir das jetzt nachgekauft. Das zeichnet sich dadurch aus, da ist Kakaoöl enthalten, dass es wirklich extrem, extrem flüssig ist und ich am Anfang viel zu viel verwendet habe. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es so flüssig ist, ich habe es auch nicht direkt in die Haare gesprüht, sondern immer in die Hand, hat sich das einfach extrem gut verteilen lassen und meine Haare waren sehr, sehr, sehr gut gepflegt. Also das finde ich richtig gut, falls ihr natürlich gern sprüht, wenn ihr jetzt eher vielleicht mehr Haare habt als ich und jetzt, ja, da mehr Fläche habt oder halt super störrische Haare, könnt ihr das sicher auch sprühen. Hier ist jetzt die Affirmation drauf. Ich bin dankbar, I'm grateful und ich freue mich schon mega, das zu verwenden. Ich habe das teilweise auch über Nacht so als Kur in die Haare getan und diese 100 Milliliter sind einfach so krass ergiebig. Also ich glaube, ich habe an meiner ersten Flasche da ein Jahr rumgemacht. Ja? Und dann, finde ich, kann ich mir da auch das teurere Produkt gönnen. Micara pflanzt auch Bäume, so für die Bestellungen. Die Sachen sind in Graspapier verpackt. Also es wird sich über alles sehr viel Gedanken gemacht und es ist auch ein Business, das vor allen Dingen von, oder soweit ich weiß, hauptsächlich, oder ich will jetzt nicht ausschließlich sagen, von Frauen geführt wird, was ich natürlich auch immer super unterstützend wert finde. Also erstmal die Empfehlung zum Haaröl. Dann kommen wir jetzt eigentlich nur noch zu Gesichtspflegeprodukten. Mein letzter neuer Favorit waren die Face Mists. Da habe ich auch alle zugeschickt bekommen und das Soothing Face Mist habe ich als erstes ausprobiert. Das ist ein Gesichtswasser, auch mit dem Sprühkopf. Das hier ist mit Lavendel, hier ist die Affirmation, ich bin belastbar und das habe ich so als Toner Spray nach meiner Reinigung verwendet. Ich habe da jetzt noch eine der Varianten mit Kamille, habe ich glaube ich noch da, die andere habe ich mal schon verlost. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Face Mist, mir gefällt super gut. Es ist mit Alkohol, es ist mit Parfüm, nur dass ihr Bescheid wisst, es ist jetzt kein reines Hydrolat, weil das in der Vergangenheit immer mal wieder zu Missverständnissen kam und ich finde es wirklich ganz toll. Ich war jetzt lang total tonerfaul und habe das eigentlich nie gemacht. Aber jetzt, wo ich sozusagen das Gefühl habe, ja, ich muss es einfach nur zwischendrin aufsprühen, so, da mache ich es halt auch viel mehr. Also das kann ich euch voll empfehlen. Dann möchte ich euch noch ganz kurz das Gesichtsöl einblenden. Das fand ich nämlich auch super, super gut. Das war mit Redicare Gold versetzt. Das ist so ein Inhaltsstoff, das aus der Alge gewonnen, aus einer Alge gewonnen wird und gerade auch so vor freien Radikalen, für blauem Licht oder so schützen soll. Also das fand ich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gesichtsöl. Das kann ich euch weiterempfehlen. Und dann habe ich hier noch zwei Maskenprodukte, die unterschiedlicher nicht sein können. Einmal das Fruit Acid Peeling, also ein Fruchtsäurepeeling mit 8% AHA und 1,2% BHA. 50 Milliliter sind enthalten. Hier ist die Affirmation, ich achte meinen Körper. Und das tragt ihr so für 10 Minuten, 2 Pumpstöße aufs Gesicht auf, lasst es einwirken, ist so ein kleines Fruchtsäurepeeling. Ich mag solche Produkte viel, viel lieber als so, ja, als wenn ich einfach so Säure halt als Serum auf mein Gesicht tue, sondern so als bewusste Maske. Ich bin hier ungefähr bei der Mitte. Das ist so eine, ja, leicht gelige Textur, lässt sich gut verteilen, ist durchsichtig, ist sehr, sehr ergiebig. Also dadurch, dass man nur so 2 Pumpstöße braucht, habe ich davon jetzt echt schon lang was und das verwende ich recht regelmäßig. Also wenn ich eigentlich, ja, mittlerweile ein Säureprodukt verwende, verwende ich aktuell das. Genau, also das kann ich empfehlen. Und wenn eure Haut eher mehr Feuchtigkeit braucht sozusagen, dann habe ich hier einmal die Hydrating Face Mask. Die ist mit Aloe Vera versetzt und auch die hat eher so eine leicht gelige Textur, kann ich euch mal zeigen. Also sieht eigentlich fast aus wie so durchsichtiger Honig, würde ich sagen. Riecht ganz angenehm und die ist jetzt nicht so... Also für mich sind so trockene Hautmasken sind immer eher so Masken, die so ein bisschen so Nivea-Creme oder Babycreme-Konsistenz haben und dann so dick auf dem Gesicht legen. Und die ist ganz anders. Das ist so eine gelige, leichte Textur. Aber das ist wie so ein Hyaluronserum als Maske. So würde ich es vielleicht beschreiben. Also auch die gefällt mir super gut. Die Tiegel von Micara finde ich ganz cool. Haben so einen Korkdeckel. Also finde ich, sieht auch super stylisch aus. Ne? Also ich meine, es geht natürlich auch immer drum. Klar kann ich mir überall das Billigste vom Billigsten kaufen und so. Aber
ja, es geht ja auch oft darum, sich selber tatsächlich mit den Produkten was Gutes zu tun und auch kleine Unternehmen zu unterstützen. Ich finde, das gehört schon dazu. So convenient es ist, in der Drogerie einzukaufen, ich finde immer wieder interessant, was sich da auf dem Markt tut, was sich auch für, ja, was da auch für einen Mut dazu gehört, so ein Business zu starten und dann natürlich vielleicht auch noch eins, das irgendwie einen sozialen Impact haben soll. Das ist zum Beispiel auch bei I+M aus der Drogerie ist es ganz stark so. Ja, das muss man auch finanziell erstmal wuppen können und wollen. Ja. Von daher unterstütze ich wahnsinnig gern diese kleinen Firmen und freue mich immer, wenn ich da was kaufen kann. Wie gesagt, Horst Wolf, bin ich sehr gespannt auf die Weihnachtskollektion. Rosenrot kann ich auch absolut weiterempfehlen, die Produkte, die ich euch genannt habe. Da gab es jetzt auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so gut fand, aber ich denke, das ist bei der meisten Marke so, bei Hopery auch. Aber auch die finde ich halt vom Design, ich finde, die wirken so modern und so überhaupt nicht naturkosmetisch irgendwie. Und ja, ist auch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Also all in all, ich habe für all diese Marken sehr große Sympathien und deswegen wollte ich sie euch einfach nochmal vorstellen und euch sozusagen meine Favoriten empfehlen. Und ja, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal was sucht oder euch was Gutes tun wollt, oder vielleicht wollt ihr der Marke einfach mal auf Instagram zu folgen, um ein bisschen zu gucken, was da abgeht. Ja, dann habe ich jetzt so ein bisschen positive Werbung gemacht, ohne Werbung gemacht zu haben, weil das war meine freie Entscheidung. Ja, falls ihr was von den Marken schon ausprobiert habt, schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr kleine Marken weiterempfehlen könnt. Ihr schickt mir immer wieder Nachrichten und schreibt immer wieder Kommentare, aber vielleicht können wir das einfach hier unter dem Video so ein bisschen als Sammelstelle nutzen, dass vielleicht auch alle anderen, die das interessiert, mitlesen können. Also empfehlt da gern, auch gern die Produkte, die ihr empfehlt. Mir werden ganz oft Marken empfohlen, die Deo-Cremes machen und so weiter. Ich will auch mal ein Deo-Creme-Video machen, aber ich brauche einfach immer ein bisschen Zeit. Wisst ihr, ich will accountable bleiben mir selber gegenüber, also im Sinne von, ich will mich von mir selber nicht schämen müssen für das, was ich anhäufe und dass ich ständig was aufreiße, nur um Videocontent produzieren zu können. Das möchte ich nicht. Deswegen kaufe ich keine Deo-Cremes, bis die meisten Deo-Cremes aufgebraucht sind. Versteht ihr, wie ich meine? Also das ist einfach der Hintergedanke. Genau. Dann bedanke ich mich, dass ihr heute mit dabei wart und euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, es war interessant. Wie gesagt, schreibt gerne die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ja, bis dahin habt eine gute Zeit. Ciao!